Die nach vorn Tour der SPÖ Niederösterreich ist beendet. Nun präsentierte man das Ergebnis dieser 60 Tage langen Tour durch ganz Niederösterreich. Nach vorn Tour der SPÖ Niederösterreich war quasi die Auftaktrunde im Jahr 2019 mit zwei Zielen, nämlich zum einen die Partei vorzubereiten und die Spitzenfunktionäre der Ortsorganisationen und Bezirksorganisationen vorzubereiten auf den Antragsparteitag, der wesentliche Weichenstellungen in der Organisation der SPÖ Niederösterreich im Landesparteistatut vorsieht. Der zweite wesentliche Teil war natürlich auch die Probleme, Schwerpunkte, Themen von vor Ort im Detail kennenzulernen und zu diskutieren, welche Schwerpunkte denn die Arbeit in den Gemeinden im Hinblick auf die Bedürfnisse der Gemeindebewohnerinnen und Gemeindebewohner ausmachen. In 60 Tagen tourten der Landesparteivorsitzende Franz Schnabel und GVV-Präsident Rupert Dvorak durch Niederösterreich. Bei 20 Tourstops wurden mit rund 2000 Menschen Anliegen und Herausforderungen der Zukunft diskutiert. Wir waren in allen 20 Bezirken und wir waren zusätzlich jeweils in einer Gemeinde im Bezirk und gemeinsam mit dem Bürgermeister dann auch in einem Betrieb in dieser Region. Besonderer Wert wird von den Gemeindevertretern auf eine funktionierende örtliche Infrastruktur gelegt. Das ist die Frage Gemeindearzt, das ist die Frage einer Pflegeeinrichtung, das ist die Frage öffentlicher Verkehrsdienstleistungen, das ist die Frage des 365 € Jahresöffi-Ticket, nämlich der Leistbarkeit öffentlicher Verkehrseinrichtungen, das damit einhergeht. Und nolens volens natürlich, das ist die Frage von leistbaren Wohnen. Die Thematik, die sehr, sehr vielen Gemeindebürgern, aber vor allem auch den Gemeindevertretern hier Ärger bereitet, ist die Schließung der Personenkassen an sehr, sehr vielen Bahnhöfen derzeit in Niederösterreich. Aber auch zur aktuellen Regierungspolitik wurden Meinungen ausgetauscht. Also ich nehme mit, dass es draußen sehr große Verärgerung gibt, weil eigentlich die gute österreichische Tradition in dieser schwarz-blauen Bundesregierung abhanden gekommen ist, Themen zu diskutieren mit Sozialpartnern, mit Interessensvertretern. Da haben Sie eher den Eindruck, es wird drüber gefahren und nicht gesprochen. Das ist eine Tradition, die Österreich eigentlich groß gemacht hat, dass man, auch wenn man nicht der gleichen politischen Meinung ist, das Gegenüber hört, versucht hier einen gemeinsamen Nenner zu finden und das fehlt ihnen. Die Nach-Vorn-Tour war für die SPÖ Niederösterreich auf jeden Fall ein voller Erfolg. Weil wir viel gelernt und erfahren haben, auch viele Menschen kennengelernt haben und persönliche Gespräche geführt haben. Und daher haben wir schon während der Tour beschlossen natürlich, dass wir jetzt eine Sommertour vorbereiten. Die wird natürlich ein anderes Format haben, aber da haben wir auch das Ziel, gleich viele Gemeinden, Bezirke und natürlich gleich viele Menschen zu treffen.